ihr Lieben, wir sind heute ja zusammen am Sport machen und wer Sport macht, muss natürlich auch was essen. Deswegen haben wir heute ein cooles Burger-Video für euch mit Harzer Roller und ohne Fleisch und das wollen wir natürlich mit euch teilen. Genau, wir machen heute Harzer Burger und zwar ist das eine sehr eiweißreiche und sehr vitaminhaltige. Wir packen auch klar ein paar Vitamine mit rein und da wollen wir euch heute einfach mal das Rezept zeigen. Dann geht's los. Also, wenn wir heute die Harzer Burger machen, ist folgendes. Die viele Leute hassen ja den Harzer Burger wegen seinem Geschmack. Das ist einfach der Fakt, dass viele den nur deswegen hassen. Deshalb machen wir uns ein Sößchen und zwar machen wir das aus dem Tomatenmark, aus Joghurt und aus vielen, vielen guten Gewürzen. Genau. Und wichtig ist, dass ihr, wenn wir gleich würzen, dass wir dann gleich viele gute Gewürze nehmen, weil das muss dann einfach, ja, stimmen. Jetzt tun wir einfach hier noch Joghurt dazu. Ihr müsst dann ein bisschen gucken, wie viele braucht. Je nach Menge müsst ihr halt immer schauen, ob ihr jetzt dann quasi mehr Soße oder weniger Soße macht. Könnt ihr ja schon mal im Joghurt und Tomatenmark schon mal probieren. Tomatenmark ist immer sehr gut, weil es ja auch nicht viel Kalorien hat und ist immer besser, zum Beispiel, wenn ihr es auf Brot streichen würdet, statt Butter zu nehmen, ist auch Tomatenmark eine gute Alternative. Und dann könnt ihr das einfach mal umrühren. Und Tomatenmark schmeckt auch echt gut zu allem, was irgendwie herzhaft ist. Egal ob Käse, Schinken, Lachs, Schinken, schmeckt alles gut damit. Genau, Tomatenmark kann man für alles nehmen. Ihr könntet da jetzt auch noch Paprikamark, gibt es auch noch, könntet ihr jetzt auch noch da rein tun. Aber wir wollen jetzt mal würzen. Also, ihr macht Tomatenmark, ihr macht den Joghurt rein. Und dann könnt ihr würzen. Wir nehmen mal Knoblauchgranulat. Man kann natürlich auch frischen Knoblauch nehmen, aber Da kann man auch frischen Knoblauch mangels nehmen. frischen Knoblauch nehmen wir natürlich einfach Granulat. Hallo? Ich glaube, du musst ein bisschen mehr Das klopfen. Granulat möchte nicht, also lass das Granulat drin. Das ist ein bisschen stark, das will einfach nicht, ne? Ist auch ein gutes Workout, wenn ihr Ja. einfach kräftig schüttelt. Ja, Dann kommt irgendwann auch mal was dabei raus. Wir müssen noch Oder wir eine nicht. Armübung dazufügen, ja. Oder, oh ne, das sind noch kleinere Löcher. Dann lassen wir doch wieder die großen. Ich glaube, ich mach's mal auf. Ja. Und versuch mal hier so ein Ist gleich so ein bisschen. Riesenhaufen drin, was? Genau, dann ist das sehr knoblauchlastig. Dann stinken wir die nächsten 3 Wochen Genau, nach also jetzt, Knoblauch. okay, wir haben jetzt Knoblauch da rein. Wir werden jetzt ein bisschen Koriander nehmen. Da dürft ihr nicht so viel nehmen, weil Koriander ist sehr kräftig im Geschmack. Ja. Müsst ihr dann. Ist übrigens auch ein tolles Gewürz für So ein Fleisch. bisschen, Für ja? jegliche Art von Fleisch. Genau. Dann könnt ihr auch hier ein bisschen getrockneten Schnittlauch nehmen. Das ist auch nicht schlecht, nicht so viel, weil ihr sollt ja nachher noch was von der anderen Soße schmecken. Ihr könnt ein bisschen Basilikum natürlich auch noch nehmen. Geht natürlich auch immer alles frisch, aber Geht alles frisch, wir wenn ihr als das faule macht. Menschen hier haben natürlich alles schön getrocknet beiseite Genau. gestellt. Natürlich ist wichtig Salz. Das ist natürlich wichtig, dass man hier Salz reinmacht. Könnt ihr ruhig auch ein bisschen mehr machen. Salz ist schon mal gut. Das stimmt. Dann haben wir Pfeffer. Genau. Das ist auch wichtig, Pfeffer. Damit das Ganze auch noch was schmeckt. Genau. Durch die vielen guten Gewürze kriegt halt die Soße einen super Geschmack. Wir können da reinmachen Curry. Und wir übertönen den Harz so ein bisschen für all diejenigen und euch, die jetzt Harzer nicht so toll finden. Genau, und hassen. Viele hassen Harzer. Ja. Hat halt auch eine ganz besondere Konsistenz. Genau. Wenn ihr aber den Harzer warm macht, dann verliert der Harzer seinen Eigengeschmack. Und das ist ja das Sinnvolle. Das ist Paprika. Das ist Paprika. Wenn wir Paprika haben, haut auf jeden Fall Paprika rein. Das ist super. Ist wahnsinnig praktisch, wenn man alle Sachen nicht beschriftet hat, gell? Genau, dann kann man das super machen. Wenn ihr es nicht beschriftet habt, nehmt da einfach alles, was ihr habt, Einfach und mal alles rein rein. damit, dann ist das super. Das ist Oregano wahrscheinlich. Ja, das ist Oregano. Dann nehmt ihr noch etwas Oregano mit rein. Voll viele sagen Oregano und voll viele sagen Oregano. Ich Irgendwie weiß das. auch gar nicht, wie es Ich glaube, richtig geht. es heißt Oregano richtig, aber ich bin mir Naja. nicht sicher.
Ich glaube, Sascha auch. So, wenn ihr das dann habt, dann verrührt ihr das gut, dass ihr da auf jeden Fall die ganzen Gewürze sich dann auf jeden Fall verteilen. Alles gut würzig. Und wenn ihr jetzt dann nachher doch zu wenig habt, dann legt einfach nur von den Sachen ein paar nach und ein bisschen mehr Gewürz. Und dann ist das auch wieder gut. Genau, so. Nachwürzen geht immer. Genau. So, jetzt nehmt ihr die harte Rolle, die Leute hassen. Und wir schneiden den erstmal. Wir schneiden den jetzt gleich in der Mitte einfach Lego. Ich habe hier nämlich ein schönes Schneidebrett. Super. Oh nein. Wahnsinnig tolles pinkenes Messer. Super. Passt ideal. Wunderbar. Ich bin ja mal gespannt, wie mir das schmeckt. Ist jetzt nicht so, dass ich voll der Harzer-Roller-Hasser bin, aber ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsessen. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie mir das Ganze schmeckt. Ich kenne das Rezept ja nicht. Das Rezept war Dennis seine Idee. Und ich bin mal gespannt, was der Gute hier so zusammenkocht. Ja, ich habe das schon des Öfteren gemacht, weil es erstens schneller geht, sehr, sehr schnell geht und man kann das auch alleine machen. Und natürlich muss man nicht Ewigkeiten in der Küche stehen und meiste Sportler haben, wenn sie Harzer mögen, auch Harzer zu Hause. Ja. Dann ist das auch schon mal da. So. Und wenn nicht, das gibt es eigentlich nahezu überall. Das kriegst du sogar beim Aldi und überall. Ich habe jetzt erstmal das hier geschnitten, aber ich greife mal kurz rüber. Wir haben uns die Toasties hier besorgt. Natürlich als Mehrkorn, ganz klar. Und die paar Kohlenhydrate, das macht euch auch nichts aus. Also glaubt mir, ein paar Kohlenhydrate braucht ihr sowieso auch mal, weil wenn wir noch lang arbeiten, was wir ja tun, braucht man auch ein paar Kohlenhydrate. Und vor allem, es ist ja auch Mittagessen, da sind wir da nicht ganz so knickrig mit den Kalorien. Ja, und so viel Kalorien hat eigentlich ein Burger gar nicht. Ich kann das nachher vielleicht mal, ich muss das nachher mal zusammenrechnen, dann können wir es auch mal gern drunter schreiben, dass das dann jemand weiß, wie viel Kalorien das sind. Wir rechnen das mal aus nachher. Genau. So, dann brauchen wir ein Backblech. Wo haben wir ein Backblech? Ist wunderschön aufgeräumt bei uns, ne? Wenn wir mal Videos drehen. Wir ignorieren das einfach, also ignoriert meine Wohnung. Hier ist mein Backblech mit einer Dauerbackfolie. Super. Wunderbar. Einfach da drauf. So, dann packen wir mal die Deckel, die packen wir hier drauf. Jetzt ist natürlich die gute Frage noch, wie viele Harzer Burger möchtest du essen? Ich denke, ich werde mal einen essen. Gut. Aber mal zum Probieren. Ich denke zwei. Machen wir einfach mal zwei. Kann ja dann immer noch später einen machen. Ich bin ja heute auch noch eine Weile auf. Dann machen wir hier. Leg dir hier neben die Deckel. Dann macht ihr die Böden. So, und jetzt mal gucken, dass wir nicht hier kaputt machen. Der Moment, wenn die Arbeitsfläche einfach mal mit Gewichte vollgelagert ist. Ja. Dann macht ihr auf den Boden schon mal jetzt Soße. Ich schmier das jetzt schon mal drauf. So wie ihr es halt mögt. Ich weiß ja nicht. Einfach ein bisschen mehr so. Ein bisschen so die Soße drauf. Dann nehmt ihr den Harzer. Und jetzt macht ihr einfach vier Stücke vom Harzer drauf. Hört sich viel an. Ist aber nicht so viel. Und hat dann echt super viel Eiweiß. Und das legt ihr euch einfach hier drauf. Das gleiche macht ihr mit dem anderen auch. Soße. Und schön hier einstreichen. So. Dann packt ihr wieder Harzer drauf. Das ist der ganze Harzer, was wir jetzt hier essen, also so ein ganzes Stück hier, die ganzen zwei Burger haben, glaube ich, mehr als 100 Gramm Eiweiß. Also ist es schon recht viel. Wenn ihr das jetzt habt, dann kommt es ab in den Backofen. Bei 180 Grad Umluft bzw. 200 Grad Ober-Unterhitze habe ich hier jetzt gerade. Genau, das ist doch perfekt. Kann man einfach hier drauflegen. Ja, einfach drauf. Das Blech ist zu klein für meinen Ofen. Das irgendwie. Bei mir passt da irgendwie alles nicht so. Das heißt, es dauert jetzt so 8 bis 10 Minuten. Der Harzer soll nicht verlaufen, er soll nur leicht weich werden. Dann verliert er nämlich auch seinen Geschmack. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Dann warten wir jetzt gerade die 8 Minuten und wir melden uns nachher wieder. Bis dann! So, wir haben es jetzt rausgeholt nach ungefähr 8 Minuten. Ist ein bisschen arg verlaufen, also ein bisschen weniger wäre vielleicht ganz praktisch. Aber ihr müsst einfach gucken, wie euer Ofen da ist, ob der da irgendwie alles abfeuert oder nicht. Und einfach ein bisschen beobachten am besten. Ja, am besten, ihr schaut einfach ein bisschen und dann, dass es euch vielleicht nicht so verläuft, sondern wirklich nur leicht angewärmt. Weich wird. Ja. Und irgendwie noch auf dem Brot bleibt. Ja, das wäre jetzt gut gewesen, aber mein Gott. Profi-Effekt. So schlimm ist es nicht.
geht alles irgendwie doch. Vielleicht werde ich auch mal mit dem Ofen mal ein bisschen rumtesten und vielleicht euch. Ich heb jetzt den einfach mal, genau, so mangels Arbeitsplatte. Zahl zu finden. Haben wir einen Pfannenwender? Ja. Ja, guck mal da in der obersten Schublade. Ich habe gerade keine Hand frei. Da ist dieser schwarze da, genau. Wunderbar. Perfekt, ein Pfannenwender. Jetzt brauche ich nochmal hier so ein pinkes Ding. Die ultramännlichen Topflappen ever. Genau, die muss man auf jeden Fall, jeder Mann muss die daheim haben. Unbedingt haben. Und die passenden Topfuntersätze? Ja, das auch. Erst dann seid ihr ein Mann. So, wir machen jetzt diesen... Genau, nehmen wir einfach den Löffel oder so. Dann schieben wir es jetzt einfach herunter. Dann werden wir das im zweiten Teller auch irgendwie versuchen. Also, dann machen wir das dann auch so. Ihr müsst vielleicht auch ein bisschen das Backpapier halten dann. Aber wenn ihr Backpapier habt, dann ist es auf jeden Fall noch besser. Wenn ihr nämlich gar kein Backpapier habt, dann kriegt ihr es nie wieder runter. Ja, dann ist das Blech so ziemlich für die Tonne. Ja, dann könnt ihr das eigentlich, ja. Ich merke gerade, ich hätte auch lieber normales Backpapier nehmen sollen, weil das hätte ich einfach wegwerfen können. Und das würde jetzt wahrscheinlich die Hölle zum Spülen. Ah, ist das zum Spülen? Ja, das ist schon. Das ist eine Dauerbackfolie, ja. Die darf ich spülen. Aber ist nicht so schlimm. Okay, dann könnt ihr ja noch ganz kurz die, nehmt ihr ganz kurz noch die Deckel runter. Die braucht ihr nämlich auch gleich. Und dann räumen wir am besten das Backblech. Am besten wieder in den Ofen rein, dass wir wenigstens ein bisschen Platz haben. Weil unsere Arbeitsplatte nämlich immer noch zugelagert ist mit noch mehr Zeug mit dabei. Aber wunderbar aufgeräumt, ja. So. So, dann können wir das da hinstellen nämlich. Wunderbar. Und dann geht es eigentlich weiter, dass ihr wieder was von der Soße nimmt. Gerade ist mir natürlich eingefallen, haben wir überhaupt Chili reingemacht? Ich glaube, wir haben keinen Chili reingemacht. Dann müssen wir Chili nachlegen. Das ist aber nicht schlimm, weil wenn ihr unten drunter das etwas mildere Sößchen habt. Das ist Chili. Genau. Und obendrauf dann die schärfere Sößchen habt, habt ihr nämlich einen guten Kontrast. Richtig. Wir tun jetzt einfach so, als ob das total so geplant war und überhaupt irgendwie gerade kein Fail oder so. Man darf sich nur nicht anmerken lassen. Ganz wichtig. Ja, macht einfach ordentlich Chili rein. Ihr könnt auch Tabasco nehmen. Ist auch gar keine Schwierigkeit. Ihr könnt auch den ganz scharfen nehmen. Und dann halt sparsam sein. 1 bis 2 Tropfen, weil sonst... sonst brennt euch alles weg. Ja. Und dann habt ihr nämlich jetzt hier die schärfere Sache. Und die ist nämlich für auf den Burger. Ist die natürlich noch besser. Packt jetzt das einfach hier rauf. Könnt auch mehr einfach nehmen. Und dann streicht ihr einfach das... auf dem Burger noch so. Da macht ihr natürlich das auf dem anderen Burger auch, wenn ihr 2 essen wollt oder wenn ihr eben auch zu zweit es macht. Muss euch sagen, ein Burger ist schon gut dran. 2 sind, ja, wenn ihr viel Hunger habt, ist vielleicht machbar. Und dann macht ihr hier auf den Deckel auch noch Süßchen drauf. Das ist nämlich für mich war das immer noch mal sinnvoller, dass ich da auch noch was drauf habe, weil irgendwie haftet nachher unsere paar Vitamine, die wir über einen Salat nehmen, haftet es besser. Okay. Salat haben wir hier. Wir haben uns einfach einen Fertigsalat genommen. Genau. Wir können da eigentlich jeden nehmen, aber so ist halt alles mit drin. Genau, so ist alles drin und wir haben nicht 100.000 Sachen übrig und es geht schnell, nachdem wir heute eigentlich wirklich den ganzen Tag arbeiten und nicht mordsmäßig Zeit haben, um da jetzt irgendwie noch Salat selber anzupflanzen und dann am besten noch zu ernten oder so. Ja. Packt ihr das einfach oben drauf und dann nimmt ihr einfach den Deckel und macht das als Burger. Und wunderbar sieht das aus dann. Genau. Sieht ja mal wunderschön aus. Nehmt ihr vielleicht ein bisschen Salat nehmen, oder? Topiert man das auf den Burger. Könnt ihr natürlich auch einfach draufklatschen, ist auch in Ordnung. Ich versuche immer, über meinem Essen noch ein bisschen ein Bild zu malen. So. Das Auge isst ja bekanntlich mit und schaut euch das mal an. Genau, und das sind Harzer Burger eigentlich. Das ist ein recht schnelles Rezept, da ist richtig viel Eiweiß drin und ein paar Vitamine. Und das könnt ihr mitnehmen,
würde ich euch aber ganz ehrlich meine Meinung empfehlen, gleich warm zu essen, weil kalt schmeckt es nicht mehr so gut, wie es warm schmeckt. Aber könnt es essen, dass ihr da lang satt und dann könnt ihr euch ja immer noch was mitnehmen. Wir werden es jetzt auch mal gleich direkt probieren. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt und das werden wir euch natürlich auch erzählen. So, wir werden jetzt gleich den Geschmackstest machen. Dankeschön. Dankeschön. Und wir trinken Wasserrisseln dazu. Könnt ihr auch mit dazu stellen, wenn ihr Wasser trinken wollt. Genau. Und dann probieren wir einfach mal, ob diese Konstruktion schmeckt. Sieht ja echt lecker aus. Guckt doch mal. Sieht wirklich gut aus. Dann wollen wir mal probieren. Einen guten. Ja, dir auch. Und natürlich euch auch. Und nehmt euch ein Tuch dazu. Ja, definitiv. Sehr lecker. Okay. Schmeckt echt gut. Ich glaube, ich habe Soße hier irgendwo im Gesicht gerade, aber... Das hat man überall. Eine sehr leckere Sache, wo viel, viel Eiweiß drin ist. Aber hat definitiv Zebra da. Ganz definitiv. Das ist quasi so Burger Level 2, was das angeht. Ja, auf jeden Fall. Wenn du es nicht so lang drin lässt, dann ist es besser. Und vor allem habt keine Angst vor Harzer. Harzer schmeckt warm ganz anders. Ich bin ja sonst echt nicht so der harte Freund, aber ich muss ehrlich sagen, also es schmeckt richtig gut. Schmeckt fast wie normaler Käse. Also kann ich definitiv in mein Repertoire aufnehmen, was ich auch definitiv tun werde. Also das habe ich nicht das letzte Mal gemacht. Und es geht echt schnell. Es reicht auch 5 Minuten schon, wie ihr seht, im Ofen. Das ist gar keine Schwierigkeit. Der schmeckt echt komplett anders, wie wenn ihr den Harz so esst. Also, das ist gar kein Vergleich. Und man ist komplett eingesaut. Aber auch das gehört anscheinend ja zum Burgeressen dazu. Und habt ihr immer ein richtiges Burger-Feeling, auch wenn kein Fleisch drauf ist. Genau. Und ihr tut was Gutes mehr. Weil ihr ja viel Eiweiß zu euch nehmt. Nur ein paar Kohlenhydrate, ein paar Ballaststoffe und Vitamine durch den Salat. Und geht schnell. Ihr seid ruckzuck dann auch mit dem Essen fertig wieder. Könnt ihr euch 2 machen. Könnt ihr euch 4 machen. Wie ihr wollt. Zeitlich ist der Aufwand im Prinzip auch minimal Unterschied. Egal ob ihr 1 oder 10 macht. Genau, deswegen. Weil es ist immer dasselbe. Ja. Ihr schneidet es durch und dann ist es ja fast schon gemacht. Und wie gesagt, ihr könnt auch gern statt 4 2 drauflegen, wenn ihr nicht so viel Käse mögt. Genau. Es ist auch möglich. Und müsst ihr einfach ausprobieren. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet und uns abonniert. Und auf Facebook, Instagram vorbeischaut und auf der Homepage und bei YouTube. Genau, das Übliche. Das Übliche, wie immer halt. Ist alles verlinkt, wie immer, alles wunderbar da unten. Schaut es euch an und ich hoffe, ihr ertragt mein Aussehen mit dem Ganzen hier. Und meine Wohnung, die wunderbar aufgeräumt ist in uns. Man sieht, dass wir hier den ganzen Tag schon drehen und so sieht es hier auch aus, aber... So ist es halt. So ist es. Das Leben eines YouTubers. Genau, jetzt wisst ihr das, wie das geht. Ab und zu wird ein harter Burger reingeschoben und dann ist alles gut.
Und am Ende vom Tag einfach mal versuchen, die ganze Wohnung wieder in Ordnung zu bringen. Genau. Weil einfach mal nichts mehr so aussieht wie vorher. Genau, das auch. Dann wisst ihr, wie es abläuft. Willkommen in unserem Leben. Genau. Willkommen in der Show. Leo. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.